Ja, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Transivert 5. Der Dennis spielt das hier auf dem PC. Wir befinden uns auf der Strecke Kinzigtalbahn Frankfurt-Fulda und haben natürlich die Aufgabe, heute unseren Fernzug weiter bis nach Salzburg zu fahren. In der letzten Folge sind wir von Koblenz nach Mainz gefahren. Ich habe in der Community gefragt, ob ihr es wollt, dass wir den Zug weiterfahren. Ich glaube, 67% bis jetzt haben sich dafür entschieden. Und ich habe mir gedacht, dann machen wir das. Und habe soweit unseren Fernzug, unseren EC 1015 hier soweit vorbereitet. Ich habe die Route gesetzt. Ich habe soweit alles vorbereitet, sodass wir eigentlich abfahrbereit sind Richtung Frankfurt. Wir befinden uns hier in Hanau. Ich wollte jetzt nicht die ganze Strecke befahren. Ich habe mal gegoogelt bei der DB Navigator-App, wie lange man von Mainz bis nach Hanau braucht. Wir waren circa um 13:24 in Mainz gewesen und circa braucht man mit dem Zug, mit dem ICE, jetzt, also da fahren ICEs hin, eine gute Stunde bis Hanau, sodass wir jetzt hier um 14:30 circa wieder losfahren werden von Hanau Richtung Frankfurt und dann werden wir uns auf die Strecke Augsburg-München begeben und von da aus dann natürlich weiter Richtung Salzburg fahren. Genau, dann machen wir hier noch ein schönes Foto, würde ich sagen, und dann geht's los. Fahrgäste sind eingestiegen, wir können eigentlich so abfahren. Das heißt, wir lösen die Bremse. Genau, und sind dann soweit abfahrbereit. Können uns auch befreien. Da kommt der IC reingefahren, den wir gerade noch gesehen haben. Ach, sorry. Siefer wollte ich doch drücken. Genau. So. Schnell werden. Schön sie verdrücken. Wunderschön. Und dann bahnen wir uns den Weg gen Frankfurt. Schön, wie er sich da in die Kurve legt. Einfach traumhaft. Wunderschön. So. Ein bisschen aufschalten hier, kann ich stehen bleiben. Ja, immerhin noch schon 60. Müssen wir jetzt hier quittieren? Wetter nach wie vor in einem relativ guten Zustand, sag ich mal. Relativ sonnig, wolkenlos, so wie wir auch schon in Koblenz losgefahren sind. Also wirklich vom Allerfeinsten. So, jetzt fahren wir hier über die Brücke. Wunderschön, wunderschön. Ach, schaut mal, da kommt uns ein Dreier entgegen. Sehr, sehr nice. So wie es sich angehört hat, würde ich glatt vermuten, das war der mit dem Soundmod. Hörte sich auf jeden Fall so an.
130, 160, das sind doch schöne Aussichten. Ach, schaut mal da oben. Der Flugzeug, was wahrscheinlich zum Frankfurter Flughafen unterwegs ist. Schade, dass diese Station nicht verbaut wurde, der Frankfurt am Main-Fernbahnhof Flughafen. Das wäre noch nice gewesen. Aber vielleicht kommt das ja noch mit einem Update oder so. Man weiß es nicht. Vielleicht erzählt uns die nächste Roadmap ja auch schon was in die Richtung, oder in der Richtung, dass da vielleicht irgendwas geplant ist in den nächsten Monaten. Einfach mal abwarten, würde ich sagen, und auf die nächste Roadmap schauen. In der nächsten Folge werden wir dann auf die Strecke München-Augsburg gehen. Da werden wir aber dann die komplette Strecke fahren, bis von Augsburg bis in München. Genau, wir können ja, ich kann ja mal beim DB Navigator schauen, über welche Bahnhöfe der Zug noch fahren würde, von Hanau aus nach Salzburg, beziehungsweise von Frankfurt aus dann natürlich. Vielleicht, wenn das die Strecken hergeben, können wir das hier vielleicht auch mit einbauen. Ich werde mich da auf jeden Fall mal informieren. Und wenn ihr das gerne öfter so haben wollt, dass wir Reisen fortsetzen auf verschiedenen Strecken mit einem Zug, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ihr müsst aber dann auch halt in die Kommentare mal reinschreiben, ob ihr das wirklich wollt. Weil dann würde ich das auf jeden Fall umsetzen, dann können wir das gerne öfter machen. Ihr könnt auch gerne Vorschläge machen, wenn ihr da Ideen habt. Ja, genau. Gelbes Vorsignal. Ich bin sowieso gleich nur noch 110, dann sollten wir vielleicht schon mal ein bisschen langsamer werden. Vielleicht eine Überraschung erleben, das wäre nicht so toll. So, jetzt 150. Aber wir haben gelbes Vorsignal. Das bedeutet ja auf jeden Fall mal unter 85 fürs Erste. Dann schließlich am Ende dann noch unter 45. Das heißt, wir werden ja mal geschmeidig. Ach, jetzt hat sich das gelbe Vorsignal erledigt. Gut, aber 110 ist ja trotzdem runter. Das bringt ja nichts. Wir brauchen zumindest nicht unter 85, weil das gelbe Vorsignal auf grün umgesprungen ist, auf Fahrt umgesprungen ist. Das heißt, das nachfolgende Hauptsignal ist dann auch nicht mehr rot, sondern auch grün. Genau. Da war wahrscheinlich kurzzeitig jemand auf unserem Gleisabschnitt, auf unserem Gleisblock. Und deswegen hatten wir kurzzeitig rot zu erwarten, also HP0. Aber das hat sich dann, wie gesagt, aufgelöst. Ach. Regionalexpress Steiermark voraus. Sehr schön. Geschoben von einer BR146, mit für die es ja mittlerweile auch einen schönen Soundmod gibt, zu finden auf der Seite www.trainship.de.
Habe ich euch schon auch ein Video zu gemacht und euch das Ganze vorgestellt, wenn ihr da Bock drauf habt. Geht auf die Seite www.chainsimcommunity.de unter dem Feld Sounds, da solltet ihr das finden. Ihr erinnert euch vielleicht, gestern auf der Fahrt nach Mainz hatten wir ja relativ früh eine Störung zu verzeichnen. Und zwar ist die Sicherung für die SIFA da irgendwie rausgeflogen und wir sind mitten auf einer Strecke haben wir angehalten, also automatisch. Konnten das aber relativ zügig wieder regeln und die Störung beheben, sodass wir dann noch unsere Fahrt fortsetzen konnten. Aber das war gestern schon ziemlich, ziemlich überraschend, möchte ich sagen. Also habe ich so nicht mit gerechnet, dass da plötzlich eine Störung eingespielt wird. Aber wenn die Störungssimulation aktiv ist, auch auf 1, dann kann das schon mal vorkommen, dass da eine Störung kommt. Und so war es gestern halt auch gewesen, dass dann plötzlich aus heiterem Himmel eine Störung da war. Also ihr braucht das Ganze gar nicht unbedingt irgendwie auf 10 oder 100 oder so hochschrauben, die Störungssimulation, sondern 1 reicht aus, um eine Störung zu bekommen. So, das dürfte Süd sein. Wenn nicht alles täuscht. Seite. Kurz vor Frankfurt haben wir noch ein rotes Signal zu verzeichnen, aber das ist ja normal, wenn man sich mit einem gespawnten Zug hier in den Verkehr einfädelt und dann kann das schon mal sein, dass einem die Züge hier so ein bisschen im Weg stehen. Deswegen wundert euch nicht, das ist halt leider nun mal so, wenn man sich einen Zug auf so einer Strecke hier im laufenden Fahrplan praktisch spawnt. Wenn man da keine Lust drauf hat, kann man das Ganze natürlich auch im freien Spiel machen, nur dann ist man dann natürlich alleine, ohne jeglichen KI-Verkehr. Ob man das will, ist auch so wieder die nächste Frage. Also ich möchte es ehrlich gesagt nicht, auch guck mal, wir haben schon Doppelrot sogar. Ich möchte es ehrlich gesagt nicht, weil ich möchte gerne KI-Verkehr dabei haben. Das kann natürlich jeder so machen, wie er möchte, aber ich bin dafür, dass ich KI-Verkehr habe und hier auch dementsprechend dann halt mit roten Signalen auch rechnen muss. Das gehört nun mal dazu. Gut, man kann die Züge entfernen, wenn einem das zu viel wird, aber muss man das, soll man das, will man das immer, ist die nächste Frage. Das eine Signal hat sich schon auf gelb umgewandelt, aber das bringt uns nichts, weil das nächste noch rot ist. Es sind alle drei rot, ach Gott, es ist aber alles zu spät hier. Eieiei, jetzt wird es aber interessant. Jetzt ist noch gelb. Ja. So, das müsste doch gleich irgendwo auftauchen. Hier, das rote Signal. Ich sehe es aber noch nicht. Hinter die Kurve da. Da. Da sind die roten Signale. Jetzt ist es gelb, aber. Können wir mal ein bisschen weiter rollen hier.
Also scheint er irgendwie auf der Brücke zu sein oder hinter der Brücke. Ja, da vorne. Da ist das für das Gleis. Da ist unser rotes Signal. Jetzt hat sich es erledigt, aber das nächste ist wieder rot. Was ist das denn für ein Gehampel, Leute hier? Frankfurt scheint voll zu sein. Der Hauptbahnhof, sodass wir hier gechillt in den Bahnhof einfahren müssen. Mit langsamen Fahrstellen bzw. mit HP0 zwischendurch und so weiter. Aber gut, dann ist das so. Das gibt es ja des Öfteren. Während wir hier am Main oder über dem Main fahren, da hinten sehen wir schon das Panorama von Frankfurt, das Bankenviertel. Anders gesagt, die Skyline. So, es ist grün-gelb, da können wir wieder ein bisschen aufschalten. Wir haben jetzt Beeinflussung, aber wir haben keine 500 Hz-Magnetbeeinflussung. Können wir doch eigentlich zumindest noch 40 beschleunigen, oder sehe ich das falsch? Ja, wir haben eine 1000 Hz-Beeinflussung. Gut, dann können wir zumindest auf 40 beschleunigen. Dass wir hier nicht mit 16 rumschleichen. Hätten wir eine 500 Hz-Magnetbeeinflussung, dann dürften wir nicht über 24 fahren. Aber wir haben eine 1000 Hz-Magnetbeeinflussung, dann dürfen wir zumindest 40 fahren. Mein Gott, was ist denn los? So. So, wir dürften 85 bzw. 80, aber wir haben ja 40 zu erwarten bzw. 60, dann bleiben wir einfach bei 40. Kann auch nichts schief gehen. So, die Beeinflussung besteht nach wie vor. Wir bleiben wie gesagt bei 40, weil wir das eh zu erwarten haben. Dann fahren wir gechillt in Frankfurter Hauptbahnhof ein. Sehr, sehr schön. Schön, wunderschön. So, Gleis 4 werden wir anhalten. Während wir hier über die Schienen hoppeln. So, wir werden natürlich gleich einen Führerstandswechsel vornehmen müssen, logischerweise. Und zwar aus dem ganz einfachen Grunde, weil hier natürlich ein Kopfbahnhof ist. Das heißt, die nächste Folge wird in der Lok weitergehen. Stimmt, der Zug fährt ein. Da hast du vollkommen recht. Unser Zug fährt ein. Unser EC 1015. So, Ziel erfüllt, wunderschön. Türen öffnet der natürlich wieder nicht automatisch, das ist ja klar. Und trotzdem versuchen. So, das war unsere Fahrt von Mainz nach Frankfurt über Hanau.
Genau. Nächste Folge wird dann, wie gesagt, auf der Strecke München-Augsburg stattfinden. Jetzt habe ich die falsche Seite geöffnet. Ist doch gar nicht der Bahnsteig. Ah, das war jetzt mein Fehler. Das korrigieren wir doch mal ganz schnell. Das korrigieren wir doch mal ganz schnell. Dann machen wir es halt auf der anderen Seite. So. Das korrigieren wir doch mal ganz schnell. Jetzt aber. So, hier sind wir doch. Also wie gesagt, die nächste Fahrt wird dann in der Lok stattfinden. Ich hoffe, es hat euch bis hierher gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Es wäre wie gesagt schön, wenn ihr mal in die Kommentare Feedback da lasst, wenn ihr da reinschreibt, ob ihr öfter solche Reisen auf verschiedenen Strecken mit demselben Zug sehen wollt. Ich kann dazu aber auch gerne mal in die Community was posten, dann könnt ihr da abstimmen. Ich glaube, vielleicht ist das auch einfacher für euch, ich weiß es nicht. Wäre trotzdem schön, wenn ihr mal in die Kommentare reinschreibt, ob euch das Ganze gefällt, ob euch mein Content gefällt und so weiter und so fort. Da würde ich mich wirklich riesig drüber freuen, wenn ihr da mal euer Feedback da lasst. Das war es erstmal soweit von mir bis hierher mit unserem EC 1015 auf der Fahrt von Essen Hauptbahnhof über Köln, Koblenz, Mainz, Hanau, Frankfurt am Main, Augsburg, München Hauptbahnhof, Rosenheim Hauptbahnhof bis Salzburg Hauptbahnhof. Ja, wie gesagt, das wird so die nächste Reise dieses Zuges sein. Und genau, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch erstmal soweit gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Lasst Feedback bitte da. Genau, das war es erstmal soweit von mir. Ich wünsche euch noch eine super schöne Zeit. Habt eine schöne Zeit. Habt ein schönes Restwochenende. Habt eine schöne Woche. Ich für meinen Teil ab morgen frei und ja. Bis dahin sage ich Ciao, Servus und Tschüss hier aus Frankfurt. Bye, bye.